Hätten wir dann leben sollen? Das hätten wir schon geschafft. Du meinst, ich sitze mit dem Kind in einer Einzimmerwohnung mit gesperrten Konten, ja? Und warte darauf, dass du nachts von dem Gig nach Hause kommst mit ein bisschen Kleingeld in der Tasche. Das finde ich ganz toll. Jedenfalls besser, als zu betrügen. Weil du einfach alles so aufgegeben hättest, ne? Meine Herren, die Überprüfung Ihrer Computer hat ergeben, dass die Festplatten im vorgeschriebenen neutralen Zustand sind, bis auf diesen hier, Harmsen. Ja, hier. Sie hatten Ihr Rechtschreibprogramm nicht gelöscht, das haben wir für Sie erledigt. Steenberg? Ja. Und Schmitz? Ja. Ihre waren in Ordnung, danke. Meine Herren? Bitte installieren Sie die Geräte. Duck dich. Was? Muss dich doch keiner sehen, während du in der Prüfung sitzt. Jetzt hör doch mal mit dem Quatsch auf! Dora, ich brauch den ganzen Mist nicht. Wir haben doch uns. Was haben wir denn zu verlieren? Schau mal raus. Warte hier. Nein. Ich nehm Großvita ab. War eine würdige Beerdigung. Danke. Viele Leute. Frieda hat eine ergreifende Totenrede gehalten. Schade. Wäre ich wirklich gern dabei gewesen. Komm. Wir stoßen mal an auf deinen Bruder. Auf Rhein. Und deine Jungs? Ich glaube, ich würde dich heute gar nicht mehr wiedererkennen. Wann hast du denn das letzte Mal gesehen? Na ja, bei Friedas Einweihung. Das ist ja jetzt mindestens 20 Jahre. Nein, lange Zeit. Wahnsinn. Ja, Morten ist hervorragender Jurist, sehr ehrgeizig. Von wem er das wohl hat? Ne? Morten wusste schon immer, was er wollte. Hat in Frankfurt promoviert, Einser-Examen. Ich dachte, er würde gleich bei Hein und mir anfangen, aber das war ihm wohl zu schnell. Wollte sich erst beweisen. Also ist er nach Paris, europäisches Strafrecht. Und dann hat Frieda ihm in Hamburg eine Referendariatstelle angeboten. Ach. Und seit 2 Jahren arbeitet er bei uns in der Kanzlei. Ich denke, er wird übernehmen, wenn ich mich zurückziehe. Und das mit Frieda, das war ein Zufall, oder? Oh, fast. Ich habe zu Frieda gesagt, wenn er mir damit einen Gefallen tun will, dann soll er es lassen. Aber Frieda meinte, er war einfach der Beste. Und Nils? Oh, Nils ist anders. Er ist nicht so fokussiert, obwohl er der Ältere ist. Hat sich zwar auch für Jura eingeschrieben, aber Klavierspielen war ihm lange Zeit wichtiger. Ja. Aber seit er verheiratet ist, hat er sich verändert. Hat ein Kind, steckt mitten im Staatsexamen. Zweiter Anlauf. Nils leidet unter schwerer Prüfungsangst. Macht er sein Staatsexamen hier in Hamburg? Mhm. Ach ja. Müsste ich ja eigentlich in seiner Prüfungskommission sitzen. Na, ist schon möglich. Aber das soll keine Rolle spielen, das muss er von allein schaffen. Meine Herren, noch eine Stunde und planen Sie bitte die Zeit fürs Ausdrucken ein. Weißt du, langsam geht's wieder. Nachdem Claudia mich verlassen hat, war ich wirklich am Boden. Und wirtschaftlich bin ich's immer noch. Nach der Scheidung gehörte die Hälfte. Wie ein Rechtsprofessor ohne Ehevertrag? Hast du einen? Nee. Eben, siehst du. Heute würde ich das vielleicht auch anders machen. Das Problem ist der Wertzuwachs des Hauses in den letzten 25 Jahren. Ich werde wahrscheinlich verkaufen müssen. Deine Bank? Ach, das sind eiskalte Rechner. Ich habe noch maximal 5 Jahre. Ja. Da muss ich in Ruhestand. Weißt du, wenn ich alles flüssig mache, dann klafft da immer noch eine Lücke von 250.000. Die Bank geht nur bis 150 Meter. Mein Berater sagt, er wünscht mir langes Leben, aber weiter gehen die nicht. Also ohne Sicherheit. Und die Sicherheiten, egal, Claudia. Hast du mal über mein Angebot nachgedacht? Gutachten, ja. Weißt du, Jasper, das können andere besser. Wolf, wenn die Konzernvorstände lesen, Professor der Rechtswissenschaften, Universität Hamburg, da legen die freiwillig noch was obendrauf. Ja. Du warst der Beste von uns vier. Wie stellst du denn das vor? Ich darf dich als Berater auf unseren Briefkopf setzen. Dafür übernehme ich die fehlenden 100.000 Deckung. Als Vorschuss sozusagen.
Das Beraterhonorar ziehen wir dann davon ab. Nach spätestens 2 Gutachten ist der Vorschuss getilgt. Ja, und dann entscheidest du selber, wie viel du machen willst. Warum nicht? Weil du das aus Freundschaft tust. Was, und wenn Nils wirklich einer meiner Prüflinge ist, dann ist doch jetzt Quatsch. Dann geht das sowieso nicht. Es ist jetzt Quatsch, Wolf. Von mir aus gib die Prüfung wegen Befangenheit ab. Oder willst du dein Haus verkaufen müssen? Wo bist du, Mann? Was? Dann lass den Wagen dort und komm sofort hierher. Ich kümmere mich drum. Scheiße! Dieter Jander? Hier drin. Kommen Sie. Kanntet ihr euch gut? Wir haben zusammen angefangen. War ein feiner Kerl. Zuletzt Hauptkommissar im Drogendezernat. Hätte ein besseres Ende verdient. Okay, was wissen wir? Genickbruch durch Verkehrsunfall, er war sofort tot. Dazu diverse Frakturen im Becken- und Oberschenkelbereich. Wir haben Lacksplitter an seiner Hose und auf der Straße sichergestellt. Näheres dann später aus dem Labor. Wir brauchen die genaue Lackfarbe mit Hersteller, heute noch. Läuft schon. Könnten wir die Identifizierung woanders machen? Ich möchte nicht, dass seine Frau ihn hier so sieht. Ja, natürlich, wir bringen ihn in den Aufbahrungsraum, kein Problem. Also dann. Also, was wissen wir? Laut Zeugenaussagen wurde er um 13.34 Uhr auf offener Straße niedergefahren. Der Täter ist mit dem Fahrzeug flüchtig, eine Großfahndung wurde eingeleitet. Tathergang? Das Fahrzeug kam mit normaler Geschwindigkeit von stadtauswärts und hat ihn mit dem beifahrerseitigen Kotflügel erwischt. Zeugen? 2. Leider nur unbefriedigende Aussagen. Beide haben gesagt, dass es sehr schnell ging. Als es geknallt hat, haben sie sofort nach dem Unfallopfer geschaut und sich dann gleich um ihn gekümmert. Das Fahrzeug hat kurz angehalten, ist aber zur genaueren Identifizierung schon zu weit weg gewesen. Wir suchen nach einem silbernen SUV mit dem Hamburger Kennzeichen ST2, weiteres unbekannt. SUV? Sports Utility Vehicle. Diese schicken Wohlstandsgeländewagen, mit denen schwanzlose Neureiche gerne unnötig Treibstoff verschwenden. Der Beschreibung nach ist es wahrscheinlich ein deutsches Fabrikat. Und sonst keinen Zeugen? Bis jetzt noch nicht. Es könnte also auch ein ganz normaler Unfall gewesen sein mit Fahrerflucht. Oder es sollte so aussehen. Als Drogenermittler wird er nicht nur Freunde gehabt haben. Gut, wir ermitteln jedenfalls in alle Richtungen. Hans? Die Sache ist heikel und im Präsidium, die wollen das wissen. Die Spurensicherung hat als Farbe des Fahrzeugs Arctis Metallic ermittelt. Also Silber halt. Es kommen nur 3 Hersteller in Frage. Wir gehen gerade die Listen des Straßenverkehrsamts durch. Und mit dem Hamburger Kennzeichen und ST2 bleiben nur noch 3 angemeldete Fahrzeuge übrig. Ich war gerade noch mal beim Drogendezernat. Die können sich das überhaupt nicht erklären. Keine laufenden Ermittlungen, die mit dem Tod von Jander in Verbindung stehen könnten. Wenn, dann muss es eine alte Rechnung sein, die da jemand beglichen hat. Kümmert ihr euch um die Fahrzeuge? Ich wollte heute eigentlich noch zum Training. Seit wann treibst du Sport?
Bei mir um die Ecke hat eine Sporthalle eröffnet. Da ist dreimal die Woche Basketball. Was gibt's denn da zu lachen? Nichts. Ich dachte nur, Basketball wäre was für Großgewachsene. Du hältst mich also zu klein für Basketball? Das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht. Ich habe schon mit 12 Basketball gespielt. Volker, als du 12 warst, hat kein Mensch Basketball gespielt. Fußball, ja. Ich schon. War sogar mal Landesmeister. Hamburger Landesmeister. Ja, Hamburg ist auch ein Bundesland, oder? Und überhaupt, das Größte das eine, ja? Wendigkeit das andere. Außerdem stehen die Frauen drauf. Welche? Sandra. Wer ist Sandra? Kennst du nicht. Ich habe Sandra in einer Sportkneipe in der langen Reihe kennengelernt. Und Sandra steht auf Basketball. Du, weißt du, das ist jetzt ein bisschen zu intim, ja? Entschuldigung. Außerdem, ich komme ja im Moment nicht dazu. Du musst jetzt hier rechts rum. Meinst du, ich kann so stehen bleiben? Kannst du noch dreimal am Block fahren? Ausgeflogen. Die sind nicht da. Kripo Hamburg, guten Abend. Da müssen Sie in 2 Wochen wiederkommen. Die Grützmacher sind verreist. Schon länger? Seit letzten Freitag. Ist was passiert? Nein, nein, nur eine Routinekontrolle. Hans, wer ist denn da? Kripo Hamburg, eine Routinekontrolle. Ist was passiert? Nein. Sind die Grützmachers mit dem Auto verreist? Nein, mit dem Schiff, auf Kreuzfahrt. Das Auto steht im Keller. Können wir den Wagen mal sehen? Na klar. Mutti, bin gleich wieder da. Ja, das ist aber gar nicht das Auto von den Grützmachers. Nee, das ist mein Auto. Das von den Grützmachers steht unten drunter. Ja, so ein Parkplatz ist hier ein Viertel Gold wert, wenn sie nicht abgeschleppt werden wollen. Danke. Bitte. Hey, 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 warte mal! Halt! Hey, warte mal! Nein, Moment! Geht nicht! Sandra? Ist bestimmt schon weg. Guten Abend. Herr Dremel, Rehm, Kripo Hamburg. Das ist meine Kollegin, Frau Berlin. Hallo. Hallo. Ist das Ihr Fahrzeug? Ja. Wir suchen den Halter eines silbernen Offroaders mit dem Hamburger Kennzeichen. So schnell? Hören Sie, ohne Führerschein kann ich mir als Handelsvertreter meinen Beruf an den Hut stecken. Okay, gut, in der Baustelle da bin ich zu schnell gefahren. Wie schnell waren Sie denn? 130 in der 80er-Zone. Kann ich mal Ihren Führerschein und Ihre Fahrzeugpapiere sehen? Mhm, selbstverständlich. Ich muss 2-mal die Woche mit dem Wagen nach Frankfurt. Seit 2 Jahren bin ich punktefrei. Das heute bei Bad Homburg, das war ein Ausrutscher. Mhm. Tja, Herr Dremel, bei 50 km/h Geschwindigkeitsüberschreitung im Baustellenbereich werden wir um ein Fahrverbot nicht herumkommen. Ah. Die Kollegen vom Straßenverkehrsamt werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Schönen Abend noch. Ja, danke. Ihnen auch. Das müsste es sein. 10. Toll. Wow, auch nicht schlecht. Nach Hartz IV sieht es nicht aus. Ja, bitte? Kripo Hamburg, Berlin mein Name. Wir hätten gerne Herrn Dr. Heinz Steenberg gesprochen. Tut mir leid, Herr Dr. Steenberg ist vor einigen Wochen verstorben. Es geht um ein Fahrzeug, das auf Dr. Steenberg gemeldet ist. Einen Moment bitte. Wenn Sie bitte eintreten. Guten Abend. Guten Abend.
Kommen Sie bitte. Danke. Folgen Sie mir bitte. Frau Steenberg wird Sie gleich empfangen. Danke. Reichlich Bonzo bei den Steenbergs. Na du? Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Volker Brehm, Kripo Hamburg. Das ist meine Kollegin Jenny Berlin. Dora Steenberg. Was kann ich für Sie tun? Ihr Mann war der Halter eines silbernen Geländewagens mit dem Hamburger Kennzeichen ST2, weiteres unbekannt. Der Onkel meines Mannes. Mein Mann hat den Wagen von ihm geerbt. Haben Sie das Auto schon gefunden? Es ist gestohlen worden. Ja? Heute Mittag, mein Mann hatte Anzeige erstattet. Ach, bitte setzen Sie sich doch. Danke. Kann ich Ihnen irgendwas anbieten, Kaffee oder? Ja, mein Mann ist heute Morgen mit dem Auto zum Staatsexamen gefahren und als er aus der Prüfung kam, war der Wagen weg. Hat er gesagt, wann das ungefähr war? Ja, ungefähr um 2. Ihr Wagen ist in einen Unfall mit Todesfolge verwickelt gewesen. Wir müssten Ihrem Mann ein paar Fragen stellen. Ist er zu Hause? Dauert doch nicht lang. Muss das unbedingt heute sein? Er schläft bereits und er hat morgen 2. Prüfungstag. Leider ja. Roswitha, würden Sie bitte meinen Mann wecken? In welchem Fach wird Ihr Mann denn geprüft? Jura. Er ist ziemlich aufgeregt, deswegen... Wir machen es kurz. Kann ich verstehen, ging mir damals genauso. Ich dachte, Sie sind Polizistin. Ich habe nur bis zum ersten Staatsexamen studiert, danach bin ich in den Polizeidienst gewechselt. Wissen Sie, was genau morgen dran ist? Strafrecht, glaube ich, aber da müssen Sie ihn selber fragen. Wie alt ist denn Ihr Kind? 2. Sie schläft im Moment ein bisschen unruhig. Guten Abend. Guten Abend, Herr Steenberg. Jenny Berlin, Kripo Hamburg. Das ist mein Kollege Volker Brehm. Mordkommission. Entschuldigen Sie bitte die späte Störung. Mordkommission. Mit Ihrem Fahrzeug ist heute Mittag ein Passant überfahren worden. Wir haben in dem Todesfall die Ermittlung übernommen. Wo haben Sie den Wagen denn genau heute Morgen geparkt? Vor dem Oberlandesgericht. Ich hatte um 2 Schluss mit meiner Prüfung. Als ich dann rausgekommen bin, war der Wagen weg. Ich dachte erst, er wäre abgeschleppt worden. Aber das habe ich auch schon alles Ihren Kollegen dem Revier erzählt. Welche Wache? In der Kaffermacherei. Hätten Sie vielleicht das Aktenzeichen, das würde uns die Arbeit sehr erleichtern. Ja, vielleicht kann meine Frau Ihnen da weiterhelfen. Ich bitte um Ihr Verständnis, aber ich möchte mich jetzt wieder hinlegen. Ich habe morgen einen harten Tag vor mir. Mhm. Ja, wenn wir noch was brauchen, dann melden wir uns bei Ihnen. Gute Nacht. Gute Nacht. Was bedeutet das jetzt für uns? Na, das Fahrzeug ist zur Fahndung freigegeben. Wenn es gefunden wird, untersuchen wir es und dann kriegen Sie es zurück. Gibt es vielleicht etwas, woran man den Wagen zusätzlich erkennen könnte? Ich wüsste nicht. Danke. Ah doch, er hat einen Aufkleber an der Heckklappe. Und zwar vom Segelclub BS an der Außenalster. Der Onkel meines Mannes war dort Mitglied. Hier ist die Anzeige. Also ich hoffe, wir konnten Ihnen weiterhelfen. Können Sie uns sagen, wer alles einen Schlüssel zu Ihrem Wagen hatte? Nur mein Mann und ich. Hier. Da sind Sie. Und Sie waren am Vormittag hier? Wir müssen das fragen. Ich war den ganzen Tag mit meiner Tochter zu Hause. Wenn Sie möchten, kann das Kindermädchen Ihnen das bestätigen. Nicht nötig. Dankeschön. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Hat sich der späte Einsatz ja doch noch gelohnt. Gib mal die Fahndung raus. Ja, Berlin hier. Wir haben jetzt das volle Kennzeichen. Wir suchen einen silbernen Porsche Cayenne S. Mit dem amtlichen Hamburger Kennzeichen ST2020, zugelassen auf Dr. Heinz Dehnberg. Danke, Roswitha. Ich brauche Sie halt nicht mehr. Gute Nacht. Gute Nacht. Nein. Was jetzt? Offensichtlich hat ihn niemand erkannt, sonst hätten sie ihn sofort mitgenommen. Vollidiot! Ich hab ihn nicht absichtlich überfahren! Ja, geh gleich mal aufhören, bitte! Wir müssen überlegen, wie wir jetzt weitermachen. Weitermachen? Ja, was denkst du eigentlich? Ich stehe das nicht durch. Kannst du mal eine Minute an was anderes denken als an dich? Wir haben wegen dir dieses Problem. Wenn wir jetzt abbrechen, was dann? Wir machen weiter wie geplant. Ich lass mir das jetzt nicht von dir verlangen.
geh schon. Du hast doch gar keine Wahl. Oder du machst alles noch schlimmer. Prüft ihr die Sache mit dem Staatsexamen? Aber was soll denn der für ein Motiv haben? Was weiß ich. Ich will auf Nummer sicher gehen. Wird gemacht. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Scheiße, die Hose kann ich morgen in die Reinigung bringen. Na, dann wissen wir jetzt alle, was wir morgen zu tun haben. Beeindruckendes Haus bei den Steenbergs. Stimmt. Ein bisschen großspurig, oder? Würdest du so leben wollen, wenn du kein Geldproblem hast? Mit Dina und Zimmermädchen? Die sind bestimmt noch am alten Steenberg, wenn er jetzt gerade gestorben ist. Wahrscheinlich haben die Angestellten mitvererbt. Steenberg wirkte ziemlich unbeteiligt, findest du nicht? Ach, kein Wunder vor der Prüfung. Da wären wir alle mit dem Kopf woanders. Trotzdem. Der hat das Ganze gar nicht an sich rangelassen. Wenn der wirklich beim Staatsexamen saß, dann hätte er das beste Alibi der Welt. Das wird so streng kontrolliert mit Ausweis. Ich weiß, Ben. Und warum soll ausgerechnet der bewussten Drogenpolizisten überfahren? Also ein Unfall. Also für mich klingt das so. Jemand klaut den Bonzen-Jeep von Steenberg, während der in der Prüfung schwitzt, fährt durch die Stadt und mäht einen Kollegen nieder, der zu faul ist, eine Ampel zu benutzen. Zwei Menschen zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, ganz einfach. Könnte sein. Die Prüfungsverwaltung ist in der juristischen Fakultät auf dem Unigelände. Das weißt du noch von früher. Hm. Ich wusste gar nicht, dass du juristische Studienabbrecherin bist. Es gibt einiges über mich, was du nicht weißt, Volker. Frau Kollegin, Sie bleiben mir ein Rätsel. Und wegen Ihrem Sesam öffne dich, da soll ich meine Arbeit liegen lassen. Wie stellen Sie sich das vor? Wir sind in der Examenswoche. Wir hatten gehofft, auf dem kleinen Dienstweg zwischen den Behörden vielleicht ein bisschen schneller voranzukommen. Wollen Sie damit sagen, dass Sie überhaupt keinen schriftlichen Antrag durch die Polizeibehörde gestellt haben? Da kann ich da wirklich überhaupt nichts machen, schon aus Datenschutzgründen. Mit einem kleinen Blick in Ihren Computer wäre uns schon sehr geholfen. Und mir wäre sehr geholfen, wenn ich jetzt hier weitermachen könnte. Schauen Sie mal, Frau Beuys. Beuysen? Entschuldigung, Frau Beuysen. Wir wollen ja gar nicht Einblick in die kompletten Daten von Herrn Steenberg nehmen. Alles, was uns interessiert, ist die Anwesenheit bei der gestrigen Prüfung. Kann man da nicht machen? Ich habe die Liste noch gar nicht. Die bekommen wir erst nach Abschluss der schriftlichen Prüfung. Da müssen Sie ins Oberlandesgericht zur Prüfungsaufsicht. Wolf? Was machst denn du hier? Ich bin, das ist mein Kollege Hauptkommissar Brehm von der Kripo Hamburg. Du bist bei der Polizei? Ich dachte, du wärst als Juristin hier. Das ist eine Überraschung. Professor Seeler war damals mein... Ich habe bei ihm Strafrecht gehört. Ob es was gebracht hat? Wenn Sie sich im Oberlandesgericht an den Staatsanwalt Dr. Zimmermann, der wird Ihnen weiterhelfen können. Soll ich Ihnen das aufschreiben? Ja. Lass Moment sein. Geh doch schon mal vor, wir treffen uns dann dort. Frau Beuysen, bringen Sie bitte für Frau Berlin und mich einen Kaffee. Mach ich gern. Sie kriegen sie gleich wieder. War nett, Sie kennengelernt zu haben, Herr Brehm. Bis später. Bitte schön. Hast du dich dann doch entschlossen, deine Doktorarbeit zu schreiben? Oder warum bist du hier? Rein dienstlich. Setz dich doch. Schade. Ich hätte mich gerne als Doktorvater angeboten. Ich weiß. Aber mein Bedarf an Juristerei ist für alle Zeit gedeckt. Und womit hat dir meine Sekretärin helfen können? Wir ermitteln in einem Autounfall. Einer deiner Studenten hat damit zu tun. Ach, na, bin ich ihm dankbar, dass er dich zu mir geführt hat. Der Wagen dieses Studenten war in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt. Der Tote war ein Kollege. Entschuldige, tut mir leid. Habt ihr euch gut gekannt? Nein, gar nicht. Der Dekan erwartet seit einer Viertelstunde Ihren Rückruf. Dann wird er eben noch eine Viertelstunde warten. Soll ich ihm das so sagen? Na, unterstehen Sie sich. Halten Sie einfach noch ein bisschen hin. Mach. Ich muss sowieso gleich wieder gehen.
Dann tauchst du nach 10 Jahren auf und dann wirst du gleich wieder gehen. Du hättest nur einen Ton sagen müssen, dann wäre ich bei dir geblieben. Ich weiß. Und ich habe das oft bereut. Charmeur. Dafür hast du ja die aufrechte Fassade einer glücklichen Ehe. Gehabt. Wir sind geschieden. Das tut mir leid zu hören. Seit wann? Erzähl ich dir heute Abend. Stehst du immer noch auf Italiener? Solange sie nur kochen? Hallo, junge Frau. Hallo. Wohin möchten Sie bitte? Ich suche Dr. Zimmermann. Den finden Sie im zweiten Stock, Zimmer 211. Das wäre hier vermerkt. Guten Tag. Das ist meine Kollegin Frau Berlin, Herr Staatsanwalt Zimmermann. Hallo. Ich denke, wir sind eigentlich schon durch. Leider. Herr Dr. Zimmermann hat die gestrige Klausur selbst beaufsichtigt. Nils Steenberg hat teilgenommen, und zwar von Anfang bis Ende. Könnte es sein, dass er für einige Zeit das Gebäude verlassen hat? Nein, das wäre mir aufgefallen. Ich kann mich nur wiederholen, die Landesexamen werden überwacht wie Fort Knox. Das sind keine schlampigen Uniklausuren, sondern professionell durchgeführte Staatsprüfungen. Klar, war eine blöde Frage. Naja, wenn das sogar ein Staatsanwalt bestätigt. Ich sag doch, er hat ein staatlich geprüftes Alibi. Vielleicht können wir seine Arbeit mal sehen. Wegen der Handschrift. Graphologisches Gutachten, oder was? Ja, dann hätten wir endgültige Sicherheit. Hab ich doch schon probiert. Fehlanzeige. Die Arbeiten werden anonym und unter strikter Geheimhaltung unter den jeweiligen Platznummern bis zum Ende des Examens aufbewahrt. Außerdem würde das in unserem Fall nichts bringen. Wieso? Steenberg gehört zu jener speziellen Gruppe, die auf dem Computer schreibt. Wow, das gab's zu meiner Zeit noch nicht. So viel zu Nils Steenberg. Wie, zu deiner Zeit? Ja, Jenny war mal zu Hörern berufen. 10 Semester Jura. Heute habe ich sogar ihren Strafrechtsprofessor kennenlernen dürfen. Ach, sie waren. Und vom Professor kannte der sie ganz gut. Auf jeden Fall hat er sie geduzt und sie sagt zu ihm Wolf. Volker, du alte Petze. Jenny, das muss ja doch nicht peinlich sein. Mensch, Volker, wahrscheinlich hatte sie irgendeinen Studentenjob bei ihm, den Pudel Gassi führen oder so. Ja, wahrscheinlich war der alte Herr damals schon nicht so gut zu Fuß. Also erstens ist Wolf gerade erst 60. Ja. Und zweitens? Mein Gott, ihr seid echt blöd. Also gut, ich hatte mal was mit ihm als Studentin. Seid ihr jetzt zufrieden? Komm, Jenny, das ist nicht dein Ernst. Wenn der jetzt 60 ist, dann war der damals 50. Ja, Moment, ich bin ja auch schon über 45. Ja, eben, Hans. Oder kannst du dir im Traum vorstellen, dass du mit Jenny... Du hast einen Vaterkomplex. Wirst du jetzt psychologisch und weißt nicht wie? Wie soll ich mir sonst erklären, dass du auf Greisensex stehst? Volker. Mach dein Bäuerchen, Volker, und lass die Erwachsenen zufrieden. Glaubst du, deine Reifedefizite sind das erotische Gegenkonzept? Was für Reifedefizite? René. Wolfer. Wir haben euren Wagen. Zeig mal. Kennt ihr unseren behinderten Kollegen? Nein. René Janssens, organisierte Kriminalität. Jenny Berlin. Hey, René arbeitet für uns in der Soko Afrika. Sie beschatten seit geraumer Zeit einen Autoschieberring im Hamburger Hafen. Westafrika ist zurzeit der neue Hauptabnehmer. Hier, das sind Aufnahmen von heute Nacht um 3. Die sind aber nicht für den Durchschnittsafrikaner. Ja, gleich kommt's. Das muss er sein. Habt ihr den Wagen sicherstellen können? Leider nein. Das Schiff hat Hamburg heute Morgen um 5 in Richtung Benin verlassen. Die sind schon hinter Helgoland, außerhalb deutscher Hochrechtsgewässer. Scheiße. Nicht unbedingt. Guck mal. Das ist ja Klaus Poschmann. Wir glauben, Poschmann ist der Kopf des Autoschieberings. Betreibt hier in Hamburg eine Firma. Import-Export. Logisch. Hat früher im großen Stil gestohlene Fahrzeuge nach Osteuropa verschoben. Ihr hattet den doch damals schon am Haken. Wir müssen ihn mal wieder laufen lassen, weil dem Haftrichter die Beweise nicht ausreichten. Hat damals einen verdammt guten Anwalt. Aber in diesem Fall, laut Frachtbrief, hat seine Firma das Schiff von einem libanesischen Reeder gechartert und die Schrottwagen exportiert. Und sobald der Unfallwagen wasserdicht identifiziert ist, reicht das Band als Beweis. Damit kann man Poschmann festnageln. Sehr gut. Noch was. Poschmann war 2001 in einer BDM-Geschichte verwickelt. Ratet mal, wer der ermittelnde Beamte war. Dieter Jander? Bingo.
Und? Ja, ja, das ist der Wagen. Sind Sie sich sicher? Ja. Kann ich jetzt gehen? Ja, klar. Wiedersehen. Und morgen letzter Prüfungstag? Ja. Ich hoffe, der Trubel hat Sie nicht allzu sehr abgelenkt. Ja, alles gut. Wiedersehen. Was ist? Nur so ein Gefühl. Sag. Er hat nicht mal nachgefragt, ob er den Wagen zurückbekommen kann. Naja, wieso auch, wenn der Wagen uns nach Afrika verschifft wird? Ja, und? Ja, es ist Stenbergs Wagen. Ja, dann los. Ja, okay, Hans. Danke. Go. Polizei! Euch muss ja richtig langweilig sein, wenn ihr Zeit habt, unbeschuldene Bürger auszuspionieren. Beschäftigt euch doch lieber mit euren schönen blauen neuen Polizeiuniformen, Leute. Ja, Autogeschäfte mit Afrika sind da weitaus spannender. Jetzt hört sie mal zu. Wir haben für jedes Fahrzeug Papiere, die Sie gerne nachprüfen können, wenn Sie nichts Besseres zu tun haben. Außerdem sollte man mir ein bisschen dankbar sein, dass ich den Schrott von Deutschlands Straßen runterhole. So sieht's aus, meine Herrschaften. Ein bisschen zu vorlaut für meinen Geschmack. Das ist Schrott? Haben Sie dafür Papiere? Finden Sie es raus. Sie sind doch von der Polizei. Sagt Ihnen der Name Dieter Janda etwas? Sollte er? Denken Sie mal ein bisschen nach. Mein Gott, ich kann mir nicht jede Bullenfresse merken. Wie war nochmal Ihr Name? Ha? Dieter Janda war ein leitender Kripo-Beamter im Drogendezernat, hat vor 5 Jahren gegen Sie ermittelt, wegen Kokainbesitz. Mann, das ist doch kalter Kaffee. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Also langweilen Sie uns nicht mit so einem alten Scheißdreck, Mann! Er wurde gestern von diesem Fahrzeug überfahren und tödlich verletzt. So ein Polizistenmord macht sich schlecht vom Untersuchungsrichter. Und was habe ich damit zu tun? Mann, was weiß ich, wie der Porsche an Bord gekommen ist? Wir haben über 1000 Wagen verschifft letzte Nacht. Oder soll ich jede Kiste einzeln kontrollieren? Ah? Waren Sie gestern zwischen 13 und 14 Uhr? Sagen Sie es mir. Sie haben mich doch die ganze Zeit beschattet. Zu diesem Zeitpunkt leider nein. Also gut. Ich war mit meinem afrikanischen Geschäftspartner essen, und zwar bei mir zu Hause. Mhm. Wer hat gekocht? Ich, mein Gutster. Keine Zeugen. Und Ihr Geschäftspartner, wo ist denn der jetzt? Der ist auf dem Weg zurück nach Benin. Sie haben also für die in Frage kommende Zeit zwischen 13 und 14 Uhr... Kein Alibi. Ja, wir haben eben gesagt, das war... Sag ich Ihnen mal, wie es war. Und wie war's? Sie haben am Vormittag den Porsche gestohlen und damit Hauptkommissar Janda auf offener Straße überfahren, um eine alte Rechnung zu begleichen. Wieso denn gestohlen? Hm? Wollen Sie also sagen, dass Sie den Wagen legal erworben haben? Ja, was glauben Sie denn? Ich glaube, dass Sie für den Rest Ihres Lebens wegen Polizistenmordes in den Bau wandern. Der Besitzer des Fahrzeugs, der saß den ganzen Vormittag beim Staatsexamen. Als er wieder rauskam, da war sein Wagen weg. Moment mal. Moment. Schön langsam mit der Frau, dass Sie nicht stolpern. Oder ich will sofort meinen Anwalt sprechen. Okay, das war's. Und wenn er die Wahrheit sagt? Für den Untersuchungsrichter wird's reichen. Sag mal, was meintest du vorhin eigentlich mit Reifedefizit? Oh nein, jetzt fange ich schon wieder damit an. Wieso? Jetzt sag mir doch mal bitte, was so besonders ist an alten Männern. Was haben die, was wir nicht haben? Frag doch mal Sandra. Ich werde mich hüten, aber er erfahrt noch Dinge, die ich gar nicht wissen will. Erfahrung, Volker. 30% Erfahrung und 70% Portemonnaie. Mein Gott, ihr glaubt auch, nur Geld macht sexy. Ja klar, an meiner Rampe wird's nicht liegen, wenn ich heute Abend noch Sex habe. Vielleicht. Ich gehe nach Hause. Und bitte nimm dieses Volkerartige etwas mit, sonst will er noch Einzelheiten von mir wissen. Ja? Man wird doch noch mal fragen dürfen. Die Frage ist nur, wie? Ja. Der Ton macht die Musik. Gut. Schicken Sie ins Nebenzimmer. Nichts mit Greisensex. Wir bekommen Besuch. Nicht der von Wiedemann. Guten Abend. Guten Abend, Herr Doktor. Was können wir für Sie tun? Wie ich höre, halten Sie einen meiner Klienten fest, Herrn Klaus Poschmann.
Darf ich wissen, was Sie ihm vorwerfen? Kfz-Diebstahl und Hehlerei. Außerdem ermitteln wir gegen Herrn Poschmann im Mordfall Dieter Jander. Mord? Nun ja. Ich denke, es handelt sich wohl eher um einen Verkehrsunfall. Wir ermitteln in alle Richtungen. Das ist richtig. Darf ich Ihnen Herrn Jai vorstellen, einen Mitarbeiter von Herrn Poschmann? Er hat Ihnen in der Angelegenheit einiges mitzuteilen. Bitte, Herr Jai. Allez-y, Monsieur. Voilà, je m'appelle Mamadou Ndiaye. Sein Name ist Mamadou Ndiaye. Er kommt aus dem Benin. Er arbeitet seit 4 Monaten im Hafen für Herrn Poschmann. Je voulais faire un aveu. Er wollte ein Geständnis ablegen. Hier vers 11 Uhr, j'ai voulu gestern une Porsche Cayenne de couleur argentée devant le tribunal fédéral de Hambourg. Oberlandesgericht Hamburgs. Pendant ma fuite, j'ai eu un accident. Während seiner Flucht hat er einen Unfall gehabt. Er hat einen Mann umgefahren. L'homme se trouvait sur la chaussée, er stand auf der Straße, er hat nicht aufgepasst. Ensuite, j'ai pris la voiture, je suis parti. Danach ist er mit dem Auto weiter. Dans la nuit, j'ai pris la voiture, je l'ai mis sur un bateau. Hat er das Auto en direction du Bénin. Monsieur Poschmann n'est pas au courant de tout ça. Herr Poschmann weiß von all dem nicht. C'est un bon employeur, Monsieur Poschmann. C'est un guter Arbeitgeber. Wo war der Unfall genau? Où est-ce que l'accident a eu lieu? À Gorfokfall. Gorfokfall, habe ich verstanden. Um wie viel Uhr? À quelle heure? Un peu plus de une heure et demie. Kurz nach halb zwei. Könnten Sie den Mann beschreiben, den Sie überfahren haben? Est-ce que vous pouvez décrire la personne que vous avez emmenée? Oui, c'est un homme d'environ 50 ans. Der Mann war circa 50 Jahre alt. Il mesurait à peu près 1,85 m. Er war 1,85 m. Brun. Et il avait une veste marron. Und hatte eine braune Jacke an. Das darf doch nicht sein. Er ist bis heute in Deutschland strafunauffällig. Er hat eine Arbeitsgenehmigung, für die Herr Poschmann persönlich gebürgt hat. Sie können sich von der Richtigkeit seiner Angaben überzeugen. Übrigens werde ich für Herrn Poschmann umgehend Haftbeschwerde einreichen, um seine sofortige Freilassung zu erwirken. Besteht immer noch der Vorwurf des Diebstahls und der Hehlerei? Das zu überprüfen ist wohl immer noch Aufgabe des Untersuchungsrichters und nicht die Ihre. Nicht wahr? Ich nehme an, dass Sie Herrn Jai jetzt festnehmen wollen. Würden Sie Herrn Jai bitte mitteilen, dass er vorläufig festgenommen ist? Ich muss sagen, dass Sie in Detention gebracht werden. Schickt meinen Kollegen rein. Selbstverständlich werde ich Ihren Vorgesetzten von diesem wirklich unangenehmen Ermittlungsverlauf in Kenntnis setzen. Ja, tun Sie das. Einen schönen Abend noch. U-Haft. Kommen Sie. Schöne Scheiße. Kann sich denn so jemand den von Wiedemann leisten? Das stinkt doch bis zum Himmel. Hilft nichts. Wir haben ein Geständnis. Solange wir es nicht widerlegen können, ist dieser Mann da verdächtig. Sagt ihr Jansen Bescheid? Was mit Poschmann? Vielleicht reicht es ja trotzdem für einen Haftbefehl. Ich kann ja mal sehen, was ich bei dem Untersuchungsrichter machen kann. Und da saß ich dann mitten in der Wüste, an dem Tisch dieser marokkanischen Großfamilie. Mhm. Wunderbares Essen. Wahnsinnig gastfreundliche Leute. Plötzlich klingelt das Mobiltelefon des jüngsten Sohnes. Er geht ran und dann legt er wieder auf. Und seine Großmutter, richtige, würdige, alte Berberfrau, fragt ihn, mit wem hast du denn jetzt gesprochen? Er sagt, das war meine Freundin in Paris. Ja. Sie sagt, also wenn die in Paris ist, wie kannst du da mit ihr sprechen? Dein Telefon hat da nicht mal ein Kabel. Dann erklärt er lang und breit, dass das ein Funktelefon ist und sie schaut immer ganz ungläubig rein, sagt, sie versteht das nicht. Und dann mischt sich der Dorfälteste ein und sagt, Mutter, die Frau, mit der mein jüngster Sohn telefoniert hat, die sitzt im Telefon. Da war die zufrieden. Ich höre dir so gern zu. Immer schon. Du wolltest ja nicht. Es war besser so. Für uns beide. Hm? Du hattest doch deine Frau. 22 Jahre Ehe wirft man nicht so einfach weg, oder? Unsere Trennung war das Beste, was mir damals passieren konnte. Das glaubst du wirklich? Mhm. Im Ernst? Naja, ich habe das Strafrecht ja nicht ganz verlassen. Im Gegenteil, die Grundfragen sind die gleichen. Wer war's und wer ist unschuldig? Wenn ihr es rausfindet. Siehst du? Im Grunde haben wir das gleiche Problem.
die Unschuldigen. Soll ich einen Parkplatz suchen? Ist leider keiner frei. Strafzettel würde ich in Kauf nehmen. Du kennst die Spielregeln. Die erste Verabredung haben wir doch schon hinter uns. Trotzdem. Hast du morgen schon was vor? Wenn meine Studentin dann freigeben, nicht. Sieh zu, dass du frei bekommst. Observierung für die Katz. Kopf hoch. Der kommt wieder. Worauf du einen lassen kannst. Die Unfallzeugen, die du vernommen hast, was haben die noch mal genau über den Fahrer gesagt? Dass sie den Fahrer nicht erkannt haben. Auch nicht seine Hautfarbe. Na, jedenfalls hat keiner erwähnt, dass es ein dunkelhäutiger Fahrer ist. Das war helllichter Tag. Ja, aber das Auto hat auch stark getönte Scheiben. Worauf willst du nur hinaus? Fandest du nicht auch, dass Mamadou Ndiaye erstaunlich genau Bescheid wusste? Hm. Er hatte auf alle Fragen die passende Antwort. Uhrzeit, Unfallhergang, die Beschreibung von Dieter Janda. Entweder er war wirklich der Fahrer, oder? Oder er ist gebrieft worden. Wir müssen noch mal den gesamten Ablauf bis ins kleinste Detail hinterfragen. Vielleicht ergibt sich ja doch ein Widerspruch. Pass auf, ich rufe die Unfallzeugen noch mal an. Ich knöpfe mir Nils Steenberg vor. Mailbox. Heute ist das sein dritter Prüfungstag. Ruf du mal die Frau an. Steenberg? Ja, guten Tag, Frau Steenberg, Jenny Berlin, Kripo Hamburg. Ich hätte noch ein paar Fragen an Ihren Mann. Wissen Sie, wann ich den erreichen kann? Der sitzt im Staatsexamen, den können Sie jetzt nicht erreichen. Wissen Sie, wie lange die Prüfung heute geht? So bis zwei? Kann ich ihm was ausrichten? Nein, danke, nicht nötig. Wiederhören. Wiederhören. 10:50. Du musst sofort ins Oberlandesgericht. Diese Kommission. Nils, bitte. Lass uns jetzt nicht hängen. Okay. Okay. Berlin. Hallo. Was machen Sie denn hier? Ich warte auf Sie. Schreiben Sie denn nicht die Prüfung? Doch, doch. Ich habe früher abgegeben. Es lief sehr gut. Gratuliere. Danke. Sie wollten zu mir? Ja, ich habe noch ein paar Fragen an Sie wegen dem Diebstahl Ihres Autos. Wo genau haben Sie den Wagen denn geparkt? Oh, das kann ich Ihnen zeigen, wenn Sie wollen. Ich muss eh raus, ein bisschen frische Luft schnappen. Hier stand er. Hier? Ja. Da haben Sie einen guten Parkplatz bekommen. Tja. Das war's schon wieder. Vielen Dank. Ach, das war ja kurz und schmerzlos.
Mein Wagen steht da um die Ecke. Wenn noch irgendwas ist, wir können ja telefonieren. Danke. Tschüss. Tschüss. Was machst du? Sag ich dir, wenn ich fertig bin. Dann hat das bestimmt was mit deinem alten Professor zu tun. Wenn du nicht damit aufhörst, Volker, überlege ich mir so ein Angebot noch. Was für ein Angebot? Wolf will, dass ich mein zweites Staatsexamen mache, damit er mein Doktorvater sein kann. Er findet nämlich meine Talente bei der Polizei verschwendet. Dann kriege ich ihn wegen Verführung abhängiger Studentinnen dran. Aber du willst doch nicht, Jenny, oder? Das hängt ganz von euch ab. Ich führe nämlich ab jetzt eine Strichliste. Das eben hat dich echt reingerissen, Volker. Also, abgesehen davon haben wir auch noch was zu arbeiten. Im Gegensatz zu euch hatte ich heute nämlich schon einen Geistesblitz. Ach, das macht doch nichts, Hans. Stichwort Mamadou. Sein Anwalt sagte doch, er habe eine gültige Arbeitsgenehmigung. Ja? Stimmt auch. Darauf habe ich mit der Krankenkasse gesprochen, um herauszufinden, ob es noch weitere Kollegen aus Berlin gibt, die bei Poschmann arbeiten, um vielleicht ein bisschen mehr dabei rauszukriegen. Sherlock Wolfer. Aber jetzt kommt's. Es gab 4 weitere Kollegen aus Berlin, die bei Poschmann angestellt waren. Bis gestern. Sie sind heute von der Lohnbuchhaltung von Poschmanns Firma abgemeldet worden. Ich würde sogar sagen, Hans Holmes. Jo. Es sollte mal jemand gucken, ob er noch mehr im Hafenhaus bekommt. Jemand? Ich habe ja schon die ganze Vorarbeit geleistet, ne? Und? Was gibt's bei euch Neues? Ich war heute im Oberlandesgericht, um Nils Stenberg abzufangen. Dabei ist etwas Seltsames passiert. Mit Stenberg? Ja und nein, kommt drauf an, welchen du meinst. Wie meinst du das? Mit Stenberg, aber nicht mit Nils. Das hier ist sein Bruder Morten Stenberg, Anwalt in der Familienkanzlei. Nils Stenberg kam mir heute um 14:45 im Gang des Oberlandesgerichtes entgegen. Er sagte, er käme gerade aus der Prüfung. Er hat mir den Parkplatz gezeigt und danach ist er davon. Ich wollte gerade zurück ins Büro. Da sehe ich diesen Mann mit Laptoptasche und Gesetzbuch aus dem Gerichtsgebäude kommen. Zuerst dachte ich, es wäre Nils. Also bin ich ihm nachgegangen. Und wo geht er hin? In die Kanzlei Stenberg. Ja und? Aber was hat er da zu suchen? Er ist Anwalt. Wolfer, es war 14:45. Zufall? Jenny, wir haben einen Prüfungsleiter, der Nils Stenberg anhand seines Personalausweises eindeutig identifiziert hat. Ja? Was sagte unser Mann aus Berlin, wo er den Wagen geklaut hat? Vor dem Oberlandesgericht. Wir haben aber nicht weiter gefragt. Dann soll er uns das mal genau sagen. Okay. Ich beantrage eine Ortsbegehung mit Dolmetscher und allem drum und dran. Hoffentlich hat der Staatsanwalt morgen noch einen Termin frei. Herr Stenberg!
Ja? Guten Tag. Schönes Anwesen haben Sie hier. Wirklich schön. Danke. Sicher ein tolles Gefühl, was? Besser als tot auf der Straße zu liegen. Ihr dachtet wohl, ich komme nicht dahinter, was? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ihr habt wohl gedacht, ich spiele das Opferlamm für euch. Gehe für euch in den Bau. Gute Idee, sehr gut. Leider habe ich es kapiert. Naja, ist egal. Sie spielen noch morgen Abend im Birdland, stimmt's? Was wollen Sie? Tja, wie soll ich Ihnen das verklickern? Sehen Sie, jeder Mensch hat seinen Preis. Meiner ist 250.000 Euro in bar. Andernfalls muss ich Ihnen Ärger machen. Schöner Wagen. Das ist also die Wohnadresse von Mama Dunijaya. Mit Blick aufs Wasser, immerhin. Entschuldigen Sie, wohnt hier ein Herr Nijaya? Oh, da hätten Sie ein bisschen eher kommen müssen. Der ist gestern ausgezogen. Und seine Kollegen? Wer will das wissen? Volker Brehm, Kripo Hamburg. Das ist meine Kollegin, Frau Berlin. Also die Schwatten vom Autokai, die sind weg. Die sind alle gestern ausgezogen. Wissen Sie warum? Was weiß ich. Die Firma hat gekündigt. Dabei wollen die eigentlich länger bleiben. Wissen Sie da ein bisschen mehr drüber? Gebucht war bis Ende Januar. Aber gestern ging das ganz schnell. Der eine, der war sogar noch da, um sich zu verabschieden. Aber man versteht die ja so schlecht. Die sprechen ja alle kein Deutsch, nicht? Ich habe denen dann noch ein Taxi gerufen zum Flughafen. Ja, sonst noch was. Ich muss meine Bahn kriegen, sonst gibt's Ärger zu Hause, nicht? Danke. Jo, tschüss, nicht? Wiedersehen. Jo. Kein Geld zum Wohnen, aber mit dem nächsten Flieger nach Afrika. Und da mal nichts Angebranntes. Auf jeden Fall kann keiner von denen mehr Nijaya ein Alibi geben. Rein, leg ab. Gib mir deinen Mantel. Sag, soll ich den Wein gleich aufmachen? Möchtest du schon mal einen Schluck trinken? Später. Willst du jetzt was trinken? Ich hol was. Das war 1971, gleich nach dem Studium. Wir sind damals einen Sommer lang durch Südfrankreich gefahren. Ah, es war die beste Zeit. Ist das Frieda von Wiedemann? Frieda, ja, kennst du den? Mhm. Ich hatte erst gestern wieder mit ihm zu tun. Wir waren unzertrennlich. Frieda, Jasper und Heinz Stenberg und ich. Wilde Hunde. Ein Rudel. Haben wir uns beim Studium kennengelernt. Vollblutjuristen. Wahnsinnig ehrgeizige Jungs damals. Wir hatten so eine Art Wettbewerb, wer es am weitesten bringt. Mhm. Und wer hat gewonnen? Ja. Jasper und Hein.
Wir haben zusammen Kanzlei aufgemacht, haben sich auf Wirtschaftsrecht spezialisiert. Heute sind sie unter den Top 3 in Deutschland. Wir haben wirklich viel Geld gemacht. Und Hein ist vor ein paar Wochen verstorben. Frieda sollte ursprünglich bei denen mitmachen. Aus dem Strafrecht war der unschlagbar. Es hat sich schnell herumgesprochen. Heute, wenn es ganz aussichtslos ist, dann holt man Frieda. Wenn man sich ihn leisten kann. Und du? Naja. Ich dachte, mit 36 ein Lehrstuhl an der großen Fakultät, das ist doch was. Lehre bringt Ehre. Aber leider nicht mehr. Viel sympathisch. Ja, wie sah er aus? Ende 40, dunkle Haare, so eine Mischung aus Immobilienhai und Zuhälter. Kennst du den? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist doch egal, soll er auspacken. Ist der Albtraum wenigstens vorbei. Nee, dafür sind wir viel zu weit. Und jetzt hör mit der Sauferei auf. Wo soll ich denn 250.000 Euro herkriegen? Von Onkel Heinz Taschengeld vielleicht. Wenn du erstmal dein zweites Staatsexamen hast, dann kannst du den Typen aus der Portokasse bezahlen. Bis es soweit ist, müssen wir ihn eben hinhalten. Na, wie denn? Wer einmal zahlt, zahlt lebenslänglich. Was soll das denn jetzt heißen? Ja, genau. Ihr spinnt doch. Das Kind schläft! Was machst denn du? Das siehst du doch. Ich wollte dich nicht wecken. Schleichst du einfach so davon? Du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass ich bei dir übernachte. Eigentlich schon. Du meinst, wie so ein altes Ehepaar mit guten Morgen Schatz und so? Bist du immer noch der Meinung, die Ehe ist der Anfang vom Ende? Jeder hat so seine Prinzipien. Ein verrückter Sohn. Ja. Hier. Danke. Oder hätte ich dem Staatsanwalt auch heimbringen sollen? Ne, lass mal. Der sitzt in seinem Auto und genießt die Wärme. Volker, findest du nicht, dass Jenny heute irgendwie anders aussieht? Wie denn? So frisch, so gelöst, so entspannt irgendwie. Ja, schon. Die Wäckchen, die sind ein bisschen runter. Ja. Besser durchblutet. Das ist die Kälte. Wohl eher der Knöterich. Wahrscheinlich, weil sie Boden drohen. Wo ich nicht glaube, dass er was kann am Laken. Volker, das geht zu weit. Entschuldigung, wahrscheinlich ist er ganz toll in seiner Altersklasse. Altmann. Ein Strich für Hans, zwei Striche für Volker. Moin. Hatten wir gesagt, Viertel nach acht? Stau auf der Willy-Brandt-Straße. Hat man euch nicht Bescheid gegeben? Guten Morgen. Arzttermin Mamadou Ndiaye, Oberlandesgericht, Ecke Johannes-Brahms-Platz, 15. November, 8.20 Uhr. Gut, dann fangen wir an. Würden Sie ihn bitte fragen, auf welchem Parkplatz der Wagen gestanden hat? Veuillez montrer où était garée la voiture, s'il vous plaît. Ici. Hier. Fragen Sie ihn, wie er den Wagen gestohlen hat. Wie meinen Sie das? Na, wie er ihn aufgebrochen und gestartet hat. Comment est-ce que vous êtes entré dans la voiture et comment est-ce que vous l'avez fait démarrer? J'ai cassé la vitre avec une pierre. Die Seitenscheibe mit einem Stein zerschlagen. J'ai branché les câbles pour faire démarrer la voiture. Hat er es kurz geschlossen. Was für Werkzeug hat er benutzt? Quel outil avez-vous utilisé? Un tournevis et un marteau. Rien d'autre. Non, rien. Er hat nur einen Hammer und einen Schraubenzieher benutzt. Dankeschön. Das war's schon. Sie können ihn wieder mitnehmen. Alles klar, kommen Sie bitte. Ja, tschüss dann. Tschüss. Ja, tschüss. Und? Wissen wir jetzt mehr? Allerdings. Herr Steenberg sagt, er hätte den Wagen da drüben auf dem ersten Parkplatz abgestellt. Außerdem kann man so ein Auto nicht ohne weiteres kurz schließen. Dazu braucht man mindestens eine elektronische Schaltbox oder einen Computer. Sonst kriegt man die Wegfahrsperre gar nicht ausgeschaltet. Der Typ hat von Autodiebstahl nicht den blassesten Schimmer. Damit ist Poschmanns Alibi hinfällig. Interessant. Ich gebe ihn zur Fahndung raus. Gut gemacht. Das Kindermädchen ist schon gegangen, Frau Steenberg. Schönen Abend noch. Gute Nacht, bis morgen. Vielen Dank. Wie viel ist es denn?
50.000. Ich hoffe, er lässt sich drauf ein. Alles Gute fürs Konzert. Danke. Begrüßen Sie mit mir, wie jeden Donnerstag, das Nils Stenberg Quartett. Mit. Na komm. Mit. Minka. Suchen Sie die? Bei der Sache. Nee, mir geht's prima. Danke der Nachfrage. Ich wollte dir auch keine Kante ans Bein labern. Na, dann ist ja gut. Madame haben also außerhäusig genächtigt, ja? Volker, erspar mir dein Geflachs um diese Uhrzeit. Was ist denn passiert?
Spaziergänger hat ihn gefunden im Auto mit dem Loch im Kopf. Der Anruf kam vor ungefähr anderthalb Stunden. Also um... Scheiße, ich hab meine Uhr vergessen. Na, wo die wohl liegt? Um drei. Scheiß kalt heute, was? Hallo. Ja, da ist er. Oh Gott. Wissen Sie schon Näheres? Ja, der Körpertemperatur nach ist er zwischen 12 und 1 verstorben. Genaueres morgen Mittag. Entschuldigung. Kein Problem. Hallo? Sich einfach so davonschleichen, hm? Alles okay bei dir? Mhm. Polizeialltag. Ich wollte dich nicht wecken. Bist du schon aufgestanden? Präsenile Bettflucht. Geht das jetzt als Übernachtung oder nicht? Ich könnte uns zu Mittag einen Tisch im Tosca bestellen, hm? Ich hab da später um die Ecke zu tun. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Dann am Abend? Kino vielleicht, hm? Gerne. Ich hab da noch was von dir. Ich weiß. Okay, bis später. Bis später. Kein Wort. Der erste Einschuss ist in der linken Schläfe, der zweite im Sternum. Todeszeitpunkt zwischen 0 und 1 Uhr. Die schwarze Witwe sitzt schon dran. Was sagt die Spurensicherung? Die Einschüsse fanden aus nächster Nähe statt. Sieht aus wie eine Hinrichtung. Und an Porschmanns Jacke waren Tierhaare. Die Analyse läuft bereits. Hm. Mal sehen, was unser Mann aus Benin dazu zu sagen hat. Herr Nijaye, wir haben Ihre Aussagen überprüft. Leider haben Sie sich als falsch erwiesen. Was haben Sie dazu zu sagen? Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Wir haben gestern Nacht Klaus Poschmann tot aufgemacht. Ils vont tuer ma famille. S'il vous plaît, aidez-moi. Wer will Ihre Familie töten? Qui veut tuer votre famille? Les relations d'affaires de Monsieur Poschmann au Bénin. Poschmann in Benin. Ils m'ont dit, c'est eux qui m'ont dit d'avouer pour l'accident. Sie haben gesagt, er soll den Unfall zugeben. Et si je ne coopérais pas, il tuerait ma famille. Je vous jure, je n'ai rien fait, messieurs dames. Je n'ai rien fait. Nichts getan. Wer hat Sie gezwungen? Qui vous a menacé? Wie sah er aus? C'est un jeune homme, un jeune homme blanc. Un weißer junger Mann. Il parle très bien français en plus. Er spricht sehr gutes Französisch. Je l'avais jamais vu. Er hatte ihn vorher noch nie gesehen. S'il vous plaît, vous en prie. Bitte helfen Sie mir. Donnez-moi l'asile, s'il vous plaît. Je veux asile. You help me, asile. Asile, s'il vous plaît. You help, asile. Je veux asile. Asile. Die Rechnung, bitte. Ja, Herr Professor Seeler ist jetzt da. Er kommt gleich. Danke. Wolf, schön, dass du schon da bist. Bin ich zu spät? Ach was, genau richtig. Komm, ich stelle dich dem Vorstand vor. Ach, Morten. Kannst du dich an Morten erinnern? Morten, das ist Wolf, mein alter Studienfreund, gehört jetzt zu unserem Gutachterteam. Hallo. Hallo. Willkommen an Bord. Hat sich ein bisschen verändert, seit du ihn das letzte Mal gesehen hast, was? Gar nicht mal. Wie geht's Nils? Nils, der ruht sich gerade von der schriftlichen Prüfung aus. Gut, dann bis später. Ja. Komm, ich stelle dich den Vorstand vor. Die Ergebnisse klinischer Studien der Phase 4 und 5 zeigen, dass Tetriovir in der Kombinationstherapie neben einer anhaltenden Virussuppression keine signifikante Erhöhung des Gesamtcholesterins und der Triglyceridwerte bewirkt. Wolf, ist alles in Ordnung? Sollen wir eine kleine Pause machen? Entschuldige. Mein Vater weiß von nichts. Und ich möchte es gerne dabei belassen. Wissen Sie, was Sie da von mir verlangen? Sie sind nicht der Einzige, für den viel auf dem Spiel steht. Wenn Sie ein alter Studienfreund meines Vaters sind, dann kannten Sie wohl auch meinen Onkel. Wieso? Heiner hat seinen Teil der Kanzlei an meinen Bruder vermacht. Allerdings unter der Auflage, dass er das erste Staatsexamen besteht.
Warum immer er auf die Idee kam. Er wollte sicher nicht, dass Sie für Ihren Bruder einspringen. Warum sollte das jemand erfahren? Und warum sind Sie sich Ihrer Sache so sicher? Wenn Nils ein zweites Mal durchfällt, verlieren wir unsere Kanzlei und Sie Ihr Haus. Wer hat dann was davon? Jeder weiß, dass Betrug im Staatsexamen faktisch ausgeschlossen ist. Sie lösen unser Problem und wir Ihres. Das ist doch ein faires Geschäft. Ich glaube, man wartet draußen auf Sie. Ja, dann können wir eigentlich genau an der Stelle weitermachen, an der wir aufhören. Der Todeszeitpunkt war also, wie gesagt, etwa 12:30. Dass das Opfer dabei bei Bewusstsein war, würde ich aber so nicht mehr unterschreiben. Wieso? Der Tod hat ein prämortales Hämatom am Hinterkopf. Schwerer, stumpfer Gegenstand. Vermutlich war der Schlag so stark, dass man die Schüsse gar nicht mehr mitgekriegt hat. Es kann also sein, dass Poschmann woanders erschlagen worden und dann an den Unfallort gebracht wurde. Genau, Sie sagen es. Nein, nein. Wir haben im Wagen keinen Hinweis auf eine andere Person gefunden. Was ist mit der Waffe? Wissen Sie schon, womit Poschmann erschossen wurde? Also endgültig kann ich da noch nichts sagen. Die ballistische Untersuchung läuft ja noch. Aber die Waffe ist vielleicht wirklich ein Anhaltspunkt. Inwiefern? Wenn unsere Vermutung stimmt, dann handelt es sich dabei um ein ziemlich unmodernes Exemplar. Eine alte Walter PP. Wir haben die Laufspuren auf dem Projektil untersucht. Die Waffe ist bisher in Deutschland unauffällig. Aber bei der Munition, da hatten wir so richtig Spaß. Das ist nämlich ein Kaliber 9 mm kurz aus der Munitionsfabrik Schönefeld-Mastner. Die haben aber inzwischen die Produktion eingestellt. Und zwar seit 1972. Und seitdem importieren die Feuerwerkskörper. Was ihr so unter Spaß versteht. Was ist mit dem Tierhaar auf Poschmanns Jacke? Wissen Sie da schon Neues? Das können wir Ihnen dann morgen erzählen. Wahrscheinlich hat sich da nachts ein einsamer Dachs an ihm warm geschuppert. Spaß. Tja, das war's mit unserem Hauptverdächtigen. Unterwelt? Auf jeden Fall sollte es nach einer Hinrichtung aussehen. Welcher Kiezkönig schießt mit einer 30 Jahre alten Munition? Also nochmal, was haben wir? Wir haben ein geklautes Auto, wir haben einen toten Drogenermittler, wir haben einen ermordeten Autoschieber. Wer sagt denn, dass das überhaupt alles zusammenhängen muss? Wer sagt das nicht? Vielleicht gibt es einen Zusammenhang zwischen Poschmann und Steenberg, den wir nicht kennen. Nils Steenberg kommt jedenfalls für die Tatzeit wahrscheinlich nicht in Frage. Als ich nämlich gestern Abend mit Sandra noch unterwegs war, lag Folgendes aus. Sandra, Bodenturm. Basketball. Witzig. Hallo? Wir haben geschlossen. Geht erst 7 los. Ich habe nur eine kleine Frage. Können Sie uns eine Auskunft zu dem gestrigen Konzert geben? Gerne. Um was geht's denn? Bremen, Repo Hamburg. Ich wüsste gerne, ob hinter dem Nils Steenberg Quartett der Sohn des Hamburger Rechtsanwaltes Jasper Steenberg steckt. Ja. Kennen Sie Nils näher? Nils ist mein Ex. Tatsächlich? Ja. Hat Nils was ausgefressen oder? Das versuchen wir gerade herauszufinden. Wie lange ging das Konzert? Naja, das waren 4 Sets, 30 Minuten. Dazwischen immer wieder eine Pause von 15 Minuten, 20 Minuten. Also wir haben 9 angefangen und dann ging es also bis... 12:30. Ja, genau, 12:30. Ist er gleich danach verschwunden? Nee, der war bis zum Schluss hier. Der hat auf irgendjemanden gewartet. Aber der kam nicht. Und wissen Sie auf wen? Nee. Wer außer Ihnen kann denn bestätigen, dass er bis zum Ende da war? Marco hier. Und noch mindestens 10 andere Gäste, die noch da waren. 2:30 habe ich dann den Laden geschlossen. Vielen Dank. Hallo. Alles in Ordnung? Willst du nicht mehr ins Kino? Jenny, ich hab's mir überlegt. Es ist besser, wenn wir uns wieder trennen. Was ist denn los? Bevor es so richtig losgeht. Glaub mir, es ist besser so. Ja. Schau, da ist deine Uhr. Ich verstehe nicht. Glaub mir, es ist besser für uns beide. Kannst du so lieb sein und einfach wieder fahren? Bitte.
bevor es so richtig losgeht. Ich glaube, es ist besser für uns beide. Kannst du so lieb sein, einfach wieder fahren. Die ist ja blass wie ein Nonnenhintern. Jenny, alles okay bei dir? Ich weiß jetzt, wie es war. Was? Morten Steenberg. Als er aus dem Gericht kam, hat er eine Brille auf. Schaut mal. Das ist Nils Steenberg und das ist Morten Steenberg auf ihrem Personalausweis. Ja, und? Sie sehen sich ähnlich. Kommt vor bei Brüdern. Als Morten aus dem Gericht kam, hatte er eine Brille auf und einen Laptop unterm Arm. Warum wohl? Vielleicht hat er seinem Bruder versprochen, den Laptop zu tragen. Vielleicht hat er eine Gerichtsdienerin vernascht. Was weiß ich, es gibt tausend Gründe. Egal. Der Staatsanwalt hat gesagt, Nils Steenberg hat die Prüfung geschrieben. Hans, gib mir mal deinen Personalausweis. Nils Steenberg hatte einen Eintrag als Brillenträger in seinem Führerschein. Morten nicht. Und? Ja. Sieht er sich da selbst ähnlich? Hättest du ihn da erkannt? Naja, ist ein bisschen schlanker. Nicht so voll im Gesicht. Oh, Moment mal. Meinst Morten Steenberg zieht sich eine Brille auf und marschiert als Nils in die Prüfung und keiner merkt's? Genau. Woher willst du das wissen? Dann noch mal, ich weiß es einfach! Kann es nicht einmal reichen? Entschuldigung. Das ist einfach alles ein bisschen viel heute. Jenny, was ist los? Ich will da jetzt nicht drüber sprechen. Hast du heute Nacht überhaupt geschlafen? So können wir dich hier nicht gebrauchen. Geh nach Hause, schlaf dich aus. Wir rufen dich an. Was ist, wenn sie recht hat? Wir haben drei offene Fragen. Wer hat die Dayanda umgefahren? Wer hat den Afrikaner gezwungen? Wer hat Poschmann umgebracht? Wer hat welches Motiv? Ja. Die Familie Steenberg Junior, die wohnt doch in der Villa von dem verstorbenen Onkel, oder? Also Nils Steenberg und seine Frau, ja. Ich habe da eine Bekannte am Nachlassgericht. Vielleicht sollte ich mit der mal flirten. Der Tierhaaruntersuchung ist jetzt da. Es handelt sich um eine grauhaarige German Angora Katze. Also dann, tschüss und bis bald. Guck mal, das ist die Akte von Poschmanns BTM-Prozess vor 5 Jahren. Geht's dir besser? Muss ja. Sein Anwalt war damals auch dieser von Wiedemann, aber guck mal, wer den Brief unterschrieben hat. Ach nee. Morten Steenberg. Offensichtlich war er zu dieser Zeit Referendar von Wiedemann. So ein Traumreferendariat wünscht sich doch jeder Jurastudent. Poschmann und Morten Steenberg kannten sich wirklich. Ach nee. Das ist ja mein Ding. Ich habe nämlich auch gute Neuigkeiten. Ich habe das Testament eingesehen. Ich sage euch, dieser Heinz Steenberg muss ein ziemlicher Exzentriker gewesen sein. Er hat die Hälfte seiner Kanzlei komplett an seinen Neffen vermacht. Besteuerungsschätzung 20 Millionen.
Unter einer Bedingung. Nils Tenberg muss das erste Staatsexamen bestehen. Und beim zweiten gibt's dann den Großteil des Privatvermögens, bis dahin Taschengeld und Deckung der laufenden Kosten. So, aber jetzt kommt's. Bricht er ab oder fällt er durch? Geht das gesamte Erbe an eine gemeinnützige Stiftung? Das heißt, fällt er durch, dann muss der Rest der Familie ebenfalls verkaufen. Bei der Summe ganz schöner Prüfungsdruck. Scheinbar war dem Onkel so ziemlich jedes Druckmittel recht, um die Kanzlei in der Familie zu halten. Und der eine Thronfolger war ja auch schon durch. Und einer war schon mal durchgefallen. Grund genug, den Bruder in die Prüfung zu schicken. Und Grund genug für den... Aber warte mal. Das heißt, der Nils Steenberg hätte für den Autounfall kein Alibi. Grund genug für den Bruder, alles Weitere zu vertuschen. Ja. Danke. Die Spurensicherung hat die Katzenhaare auf Poschmanns Jacke und meiner Hose verglichen. Sie stammen von derselben Katze. Das wird ja mal besser. Auf einmal regnet es tatverdächtig. Und jedem fehlt zu jeder Tatzeit das Alibi. Aber alle stecken unter einer Decke. Die Dame von der Polizei wartet in ihrem Büro. Danke. Hallo, Jenny. Bist du beruflich oder privat hier? Privat willst du ja nicht mehr, das habe ich schon verstanden. Aber warum? Darüber musste ich ein bisschen nachdenken. Bitte erspar uns diese Szene. Ich habe dafür wirklich keine Kraft. Warum deckst du den Prüfungsbetrug von Nils und Morten Steenberg? Welchen Prüfungsbetrug? Du weißt genau, wovon ich rede. Was war es seinen alten Freunden wert? Von wegen Lehre ist nur Ehre. Sehr interessant, was du dir so alles zusammendenkst. Während einer der beiden Steenberg-Brüder in deiner Prüfung saß, ist mit seinem Wagen ein Polizist getötet worden. Gestern wurde ein anderer Mann erschossen. Wolf. Es geht um Mord. Hast du mir irgendetwas Konkretes vorzuwerfen? Dann bitte ich dich jetzt zu gehen. Ja, bitte? Ich hätte gerne Frau Steenberg gesprochen. Tut mir leid, Frau Steenberg ist außer Haus. Ah, Frau Berlin. Danke, Roswitha. Meine Frau ist zum Sport. Hallo. Kann ich Ihnen helfen? Ich weiß nicht, es geht um Ihre Katze. Minka. Ja. Sagt Ihnen der Name Klaus Poschmann etwas? Nein. Er wurde gestern Abend in seinem Wagen erschossen, aufgefunden. Auf seiner Jacke befanden sich Haare Ihrer Katze. Dafür gibt es sicher eine Erklärung. Würden Sie Ihrer Frau bitte ausrichten, dass sie sich umgehend mit mir in Verbindung setzen sollen? Mach ich. Wiedersehen. Wiedersehen. Steenberg? Ja. Ich gehe dann jetzt. Ist gut. Denken Sie an die Alarmanlage? Ja, das mache ich. Schönes Wochenende. Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. No. Nein. Non. Nein. C'est lui. Der was? C'est l'homme qui m'a menacé. C'est lui. Der ihn gezwungen hat. Merci. Merci beaucoup.
Nils. Mensch, hast du mich erschreckt. Wo ist die Waffe? Welche Waffe? Tu nicht so blöd, Onkel Heinz Waffe. Woher soll ich das wissen? Die war am Nachttisch. Ich hab sie in den Keller gebracht, aber da ist sie nicht mehr. Hast du Porsche mal erschossen? Hat Dora dir auch erzählt, dass er sie vergewaltigt hätte, wenn ich nicht dazwischen gegangen wäre? Hier, nimm sie mit, wenn sie dir so viel bedeutet. War es das wert? Was meinst du? Der Mord, war es das wert? Natürlich war es das wert. Sonst wäre schon vor der mündlichen Prüfung alles zu Ende gewesen. Ich steig aus. Was hast du gesagt? Ich gehe nicht zur mündlichen Prüfung. Ich hätte von Anfang an nicht mitmachen dürfen. Und wie soll das gehen? Morgen Mittag gehe ich zur Polizei. Ich stell mich. Wenn du abhauen willst, bis morgen Mittag hast du Zeit. Nils? Das wirst du nicht tun. Na los. Herr Steenberg, wir wollten gerade zu Ihrem Bruder. Können Sie uns vielleicht sagen, wo der ist? Kommen Sie. Wolfer, wir brauchen einen Notarztwagen und die Spurensicherung. Wir haben hier einen Suizid. Ich würde genau Aussage machen. Nicht jetzt. Sie stehen unter Schock. Bei Ihren Anwaltsverbindungen würde uns eine Aussage jetzt sowieso nichts nützen. Ich schlage vor, wir treffen uns morgen um 12 mit Ihrem Anwalt in meinem Büro. Und bringen Sie Ihre Frau mit. Einverstanden? Okay. Hallo? Ja? Wären Sie so freundlich, Herrn Steenberg nach Hause zu begleiten? Gute Nacht. Gute Nacht. Wo parken wir? Folgen Sie mir, Milord. Ich habe mich noch gar nicht ver...